So, dieses Buch war ursprünglich gar nicht geplant. Ich war an einem Buch am Arbeiten über die Zeche Malakoff in Eschborn. Im Rahmen der Arbeiten über die Zeche Malakoff in Eschborn bin ich dann auch auf das Grubenfeld Wengern gestoßen, weil das Grubenfeld Wengern letztendlich die östliche Fortsetzung der Berechtsame der Zeche Malakoff darstellt. Bei der Recherche zu der Zeche Malakoff musste ich feststellen, dass von dem, was landläufig so vermittelt wird, das ist jetzt keine Abwertung, aber in diesem großen Werk von Herrn Huske, die sind doch nicht unbedingt richtig dargestellt. Teilweise war es ziemlich mühsam, die Dokumente auszuwerten. Da muss ich mich auch bei Herrn Kramm bedanken, weil Herr Kramm hat mir so einiges übersetzen können, weil es diese Originaldokumente aus dem 19. Jahrhundert teilweise sehr schwer zu lesen war. Die Zeche Wengern ist letztendlich eine relativ junge Zeche, wenn man bedenkt, dass die umliegenden Zechen wie Trappe schon über 100 Jahre vorher ja schon existieren und auch schon in Förderung gestanden hat. Die eigentliche Geschichte der Zeche Wengern beginnt am 26. Januar 1854, als der preußische Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, August Freiherr von Vonderheit in Berlin, das Grubenfeld Wengern zu einer Fundgrube und 1200 Maßen verliehen hatte. Gustav Lehrkind hat halt dieses Grubenfeld verliehen gekriegt. Gustav Lehrkind, der in Hagen-Haspe, also heute Hagen-Haspe, eine Hütte besaß. Und er war bestrebt, für seine Hütte hier im Umland und vor allen Dingen auch Richtung Herzkamp, Richtung meiner Heimat, hier Eisensteinvorkommen zu muten und zu erschließen, die er natürlich für seine Hütte brauchte. Zumal Gustav Lehrkind ja dann noch auch später ja auch einer der Initiatoren für die Hastinghauser Hütte gewesen ist. In einem schmalen Becke, dann ist er auf ein Flöz gestoßen und dieses Flöz, ob es jetzt Flöz-Dreckbank oder Flöz-Wasserbank ist, das kann man schlecht sagen. Außer einer kleinen Eintragung im Grubenbild gibt es darüber nichts mehr. Ist letztendlich der Fundpunkt für das Feld Wengern. Lange Zeit ist in diesem Grubenfeld nichts passiert. Es gab ja einen Stollen, der ungefähr da auch nicht weit von diesem Fundpunkt auch angesetzt worden ist. Den habe ich auch darum als alter Stollen bezeichnet. Der wurde getrieben halt in Richtung des Brassberges. Bei einer eingehenden Begehung habe ich auch den Ansatzpunkt dieses Stollen finden können, weil Gott sei Dank an dieser Stelle ist ein Baum umgefallen. Und da konnte man wunderbar dieses ganze Kohlenklein und sonst was finden von dem von der Stollenbahnausfahrung. Wenn, ich sag's mal so, wenn der Sturm jetzt nicht den Baum nicht umgeschmissen hätte, hätte man, sag ich mal, den Punkt, weil ich hatte schon die Fluchtrichtung schon ausgemessen gehabt und mir das mit Google Maps ausgemessen gehabt, auch wo der Stollen war, konnte ich ungefähr schon schätzen, wo der Stollen ist. Und genau an der Stelle war auch halt ein Baum gewesen, der durch ein, ich sage mal, Unwetter oder durch einen Sturm oder was ungewissen ist. Und das habe ich auch in meinem Buch abgebildet. Genau an der Stelle war halt Aushubmaterial, was letztendlich nur aus der Stollenbefahrung stammen konnte. Am 1.10.1904 begann auf der gegenüberliegenden Talseite des alten Stollens, 30 Meter westlich der Straße nach Wengern, wurde ein neuer Stollen. Aber dieser Stollen war oberhalb der Straße gewesen. Und der war aber nur kurzfristig in Betrieb. Denn am 22. August 1905 erfolgte nämlich schon wieder die Stilllegung dieses Stollenbetriebes. Flöße lag zwischen 20 cm und maximal 90 cm bis 1 Meter. Und ich denke mal, aufgrund dieser wechselhaften Mächtigkeit, teilweise war es auch vertaubt, hat man das Ganze dann auch nicht mehr weiterverfolgt und hat das dann beendet. So, und dann kommen wir zu dem Jahre 1907. Das ist dann halt, sage ich jetzt mal, letztendlich das Jahr, wo wirklich die Geschichte der Zeche Wengern anfängt. Die Zeche Wengern hat ganz offiziell immer Zeche Wengern geheißen. So, das gibt dementsprechende Eintragung, auch im Grubenbild. Ich habe das auch in meinem Buch abgebildet gehabt. Heißt es klipp und klar Zeche Wengern. Und auch andere Dokumente sagen immer Zeche Wengern. Zeche Makana kommt nie vor. Der Name Zeche Makana kommt daher,
Weil der Eigentümer der Zeche, Weggern war die Gewerkschaft Makana. Und dann hat man am 3.10.1907 hat die Gewerkschaft Makana in einem Beschluss, der komischerweise in Hagen stattgefunden hat, beschlossen, im Grubenfeld-Weggern, unweit der Bahn, einen Förderstollen anzusetzen und dann aufzufahren und einen Zechenbetrieb zu eröffnen. Die Gewerkschaft Makana war ja in Gotha ansässig und da lädt die Gotha ja zu Thüringen, also nicht zu Preußen. So, und diese Gewerkschaft Makana musste erst quasi beantragen, dass sie hier in Preußen, ist ja preußisches Gebiet, Grundbesitz erwerben dürfte. Es hat ursprünglich in Hagen auch eine Hütte Makana gegeben. Und in Hagen im Eipeltal hat es auch mal quasi ein Erzbergwerk Makana gegeben. Alles im 19. Jahrhundert. Inwieweit das eventuell Vorläufer sind der Gewerkschaft Makana, ließ sich nicht mehr feststellen. Es gibt da keine Unterlagen. Alle Bemühungen dessen, da eventuell an Verbindung zu kommen, sind ins Leere gelaufen. Und am 10. Januar 1908 ist in der Förderstollen hier in Weggern angeschlagen worden. Auf dem Gelände südlich der Eisen- und Stahlwerke Mark, was ja heute die Eisendrahtzieherei ist, war damals noch das sogenannte Eisen- und Stahlwerke Mark. Wenn man dann sich in Weggern die Verhältnisse hier anguckt, dieser Stollen ist nur wenige Meter östlich der Bahnstrecke angeschlagen worden. Das heißt, der Stollen war nur ganz zwei, drei Meter tief, also war nur zwei, drei Meter tiefer als die Bahnstrecke. Dann dauerte es 18 Monate bis zum Juli 1909, wo in der Nähe des alten Steinbruchs am Brassberg in dem Stollen nach 570 Meter das erste schmale Flöz von 15 cm angefahren worden ist. Im Dezember wurde dann nach 780 Meter das dann diagonal laufende Flöz 1 angefahren. Eins deshalb, weil es quasi für die Zeche Weggern das erste bauwürdige Flöz war. Dieses Flöz 1 bekam dann später den Namen Neuflöz. Und im Dezember 1909 sind bei dieser Auffahrung in Flöz Neuflöz dann auch die ersten 15 Tonnen Kohle gefördert worden. Also das heißt, quasi fast zwei Jahre später konnten erst die ersten Kohlen aus dem Förderstollen gefördert werden. Bis März 1910 ging die Auffahrung weiter und im März 1910 wurde die erste Bauabteilung ausgerichtet. Aber bei dieser Ausrichtung, dieser ersten Bauabteilung in den Flöz Neuflöz, musste man auch feststellen, dass die Flözverhältnisse nicht so waren, wie man sich vorstellte. Und dann hat man dieses Ganze auch schon wieder beendet. Anstatt den Abbau in der ersten Abteilung aufzunehmen, wurde der Abbau da ja nicht aufgenommen, sondern etwas weiter westlich. Den Einheimischen dürfte es ungefähr Begriff sein, wurde dann ein kleiner Abbaubereich am Mesebüschken, das ist hier nicht weit vom Frauenheim da weg, wurde denn da eine Abbauabteilung aufgenommen, die lag genau zwischen dem ersten und zweiten Abteilungsquerschlag. Und hier hatte denn das Flöz zum ersten Mal eine relative konstante Flözmächtigkeit von 50 cm. Für damals, heute würde man sagen, das ist wenig, damalige Verhältnisse war es nicht schlecht, sagen wir mal. Es gab vieles Bessere, aber sagen wir mal so, es gab auch noch Schlechteres. Zumal Flöz Neuflöz sich von einer ausgezeichneten Qualität zeigte. Aufgrund der Auffahrungen in dem Jahre 1910 konnten schon 2500 Tonnen Kohle gefördert werden, die allerdings alle aus der Schreckenauffahrung stammte. Nichts aus einem Abbaubetrieb. Diese Abbaubetriebe waren unter ferner Liefen sagen, sondern stammte eigentlich auch nur aus der Stollenauffahrung. Und 1910 wurde denn dieser kurze Abbau schon wieder, beziehungsweise der Ende des S10 angelaufenen Abbau von Flöz Neuflöz am Mesegebüsch wurde allerdings schon wieder im Februar 1911 wieder aufgegeben. Dann begann die Ausrichtung an dem sogenannten dritten Tagesüberhauen, die Ausrichtung einer kompletten Abbauabteilung. Diese dritte Abbauabteilung, da wurde ein Tagesüberhauen hoch aufgehauen und aus diesem Tagesüberhauen wurde dann eine Abbaufläche von ungefähr 120 Meter in Verhieb genommen nach Westen. Dann hat man den Betrieb nach Westen geführt und dann hat nach einer gewissen Eingewöhnung
wurden dann ungefähr 80 Tonnen aus diesem Streb dann rausgeholt. Und dann war ich jetzt nur das zweite Halbjahr 1910 zum ersten Mal für die Zeche Wengern ertragreich. Bis dahin hat letztendlich die Zeche Wengern ja immer nur Geld gekostet. So, und im Juni 1910 begann dann der Abbau in dieser dritten Abteilung. Und der entwickelte sich dann durchaus positiv. Das Jahr 1912 war sicherlich das beste Jahr. Die Zeche Makana, beziehungsweise die Gewerkschaft Makana, erwarb das nördliche Grubenfeld Dahlien. Das nördliche Grubenfeld Dahlien, die oberen Bereiche dieses Abbaubetriebes lagen in diesem Gefrierfeld Dahlien. Und dann wurde auch sogleich beim Oberbergamt in Dortmund beantragt, den Markscheide-Sicherheitspfeiler aufzuheben, sodass man den Streb denn durchbauen konnte. So, im August 1912 verfolgte der 300 Meter östlich der Markscheide der Grubenfelder Sebastopol und Malakow, das ist das westlichste Grubenfeld gewesen, die Auffahrung des sechsten und letzten Abteilungsquerschlages nach Süden. Der wurde dann auch erstmalig bis zum Mullen-Südflügel von Flötz-Neufürz vorgetrieben. Mich verwundert allerdings, dass das jetzt erst letztendlich 1913 passierte, da das Flötz-Wasserbank aufgrund gewisser Aufschlüsse ja schon bekannt war, dass das Flöz ja schon, sage ich mal, eine Flözmächtigkeit von ungefähr einem Meter hatte und somit letztendlich einen lohnenderen Abbau bereiten müsste. Bis zu Ende Juni 1913 hat die Zeche, also sprich die Zeche Wengern, 460 Meter Strecke aufgefahren. Das habe ich mal so durchgerechnet, das sind ungefähr 3 Meter pro Tag, das bedeutet letztendlich so ungefähr 2 Abschläge. Die Gewerkschaft Wengern hat systematisch das Grubenfeld außen vor gerichtet. Obwohl, ich sage jetzt mal, sicherlich, dass diese Zeche nicht finanziell auf Rosen gebettet war. Also die Vorleistung, was ich da gesehen hatte, diese Streckenauffahrung, also betriebswirtschaftlich kann man sagen, das war Murks, aber bergtechnisch, muss man sagen, ganz weit vorausschauende Vorrichtung. Genauso wie die Zeche Drappe mit der Auffahrung der Stollensohle. Letztendlich, die hat ja auch über quasi 10 Jahre lang die Stollensohle aufgefahren gehabt und die hat ja selber aus der Stollensohle so gut wie bei keine Kohle rausgebaut. Die Zeche Neuwülfingsburg später, die hat letztendlich von der Stollensohle, die Trappe 50 Jahre vorher aufgefahren hat, die Zeche Neuwülfingsburg hat davon gelebt. Und dann kam dann letztendlich das Unvermeidbare, die Zeche Wengern kam Ende Mai, schon zeichneten sich die ersten Zahlungsschwierigkeiten ab. Da gab es dann Probleme, dass Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt worden sind und so weiter und so fort, sodass am 28.06. die Insolvenz beantragt worden ist. Vielfach ist zu lesen, heißt es, Wasser wäre schuld, ungünstige Flötzverhältnisse, schwerverkäufliche Kohle, alles Peanuts. Der Grund letztendlich für diese Insolvenz oder den Konkurs der Gewerkschaft Makana war letztendlich eine finanzielle Unterdeckung und die sagen wir mal, der Kohleverkauf konnte bei weitem nicht die Betriebskosten decken. Die Zeche Wengern zählte zu den ersten Zechen, die für den Stollenvortrieb pneumatische Bohrhämmer verwendet hat. Darum konnte die auch teilweise die hohen Vortriebsleistungen bringen, was sonst kaum möglich gewesen wäre. Man muss sich ja vorstellen, wenn ein Bergmann, ich habe da auch so ein Bild drin, und dann bei 50 cm, man muss sich vorstellen, im Liegenden mit der Keilaue die Keile löst, dass das schon eine sehr körperliche, sehr anstrengende Tätigkeit ist. Selbst mit dem Abbauhammer ist das schon anstrengend. Und dann muss geschaufelt werden auf der Rutsche oder im Förderer oder sonst was alles. Ich meine, ich selber bin im Streben gewesen von 60, 70 cm, allerdings da lag der Panzer drin und Schild. Da war auch nicht viel Platz gewesen und das war schon manchmal verdammte Quälerei, dann den ganzen Tag da dazu verbringen zu müssen. Am 28. Juli wurde dann beim Amtsgericht Hagen Insolvenz angemeldet. Die Gewerkschaft hatte ihren Sitz dann von Gotha nach Hagen verlegt gehabt. Darum war das Amtsgericht Hagen zuständig und darum musste dann auch da die Insolvenz angemeldet werden. Am 7. Juli wurde dann der Kohlenabbau tatsächlich eingestellt. Dann wurde mit einer Restbelegschaft unter Leitung des Betriebsführers Berg der Förderstollen unter der Provinzialstraße, das ist ja die heutige Osterfelder Straße, dieser Gewölbestollen und unter der Eisenbahnstrecke vollkommen verfüllt worden und gesichert. 50 Jahre später, mehr oder minder, oder eigentlich quasi 40 Jahre später, hat sich das aber letztendlich wiederum negativ entwickelt, weil
Seit den 20er, 30er Jahren kam es immer wieder auf diesem Gewinn zu kleinen Tagesbrüchen. So, und Anfang der 50er Jahre kam dann unterhalb vom Pot der erste große, richtige Tagesbruch. Ausgerechnet Heiligabend 58 ist denn das Wasser oberhalb, wo die Schreinerei war, ist das Wasser ausgetreten und hat letztendlich ganz Osterfeld überflutet. Die Wasserzuflüsse mussten so schlimm gewesen sein, dass quasi unten die Schreinerei da weggespült worden ist. Es müssen wohl starke Regenfälle gewesen sein oder was. Die konnten ja nicht mehr kontrolliert irgendwo abfließen. Und da sind dann halt die Wassermassen dann da oben ausgetreten. Es sind heute so starke Regenfälle oder sonst was alles, dann hört man da unten auch so ein großes Wasserrauschen. Also muss irgendwo jetzt mittlerweile eine Verbindung stehen, dass das Wasser im Kanalsystem letztendlich abgeleitet werden kann. Und später ist auch das Grubenfeld Wengern versteigert worden und dieser Versteigerungserlös ist auch dann an diesen allgemeinen Arbeiterverein, Bergarbeiterverein gegangen. Ende der 40er Jahre gab es wohl die ersten Bemühungen, das Grubenfeld Wengern wieder in irgendeiner Form im Abbau abzunehmen. Und 1951 ist dann so ein kleiner Stollenbetrieb, mit so einem tonnigen Schacht. Der ist sogar der Schacht abgeteuft worden, man hat Strecken aufgefahren, man hat eine Haspelbude aufgestellt und dann war Ende gewesen. Von der Zeche Wengern ist leider heute ja gar nichts mehr zu sehen. Das Gelände ist dann im Rahmen des Insolvenzverfahrens an einer der Gläubiger gegangen, eine Bank in Bremen. Dieses wiederum hat dann halt das Gelände verkauft an das Eisen- und Stahlwerk und da ist dann später, glaube ich, die große Gießhalle oder was gebaut worden, dieser große Komplex, der heute noch steht. Die letzten Gebäude von der Zeche Marcane haben sogar noch 28, wie ein Luftbild, was ich da auch schon veröffentlicht habe, vom RVA, der RVR zeigt, haben sogar noch zwei Gebäude gestanden. Und irgendwann mal ist dann diese große Halle, ich denke mal, eine Gießhalle oder was da mal gewesen sein muss, oder Konverterhalle, das ungefähr da war halt diese Zechenanlage mit dem Stollen. Als die Zeche die Auffahrung des Förderstollens eingestellt hatte, war der Förderstollen ungefähr 2250 Meter nach Westen getrieben. Und dieser Förderstollen war jetzt nicht nur einfach ein Stollen, sondern ein doppelspuriger Stollen, der auch zur Förderung diente. Und damit ist meines Wissens nach eigentlich der längste wirkliche Förderstollen gewesen, der tatsächlich der Förderung gedient hat. Also mir ist kein Stollen bekannt, der wirklich also auf dieser kompletten Länge der Förderung gedient hat und auch in dieser Dimension. Das waren so für mich so die kleinen Highlights gewesen, die ich dabei feststellte. Und natürlich so, da ich ja nun selbst unter Tage beschäftigt war und mich für Geologie interessiert hatte, diese Problematik aus dem südlichen auf Flözfeldern bzw. Flözpartien und Grubenfeldern kenne, ist halt 750 Meter streichende Baulänge ohne Störungen. Das ist schon für mich was Besonderes gewesen. Zeche Malakow hat so eine Kohlenpedografie getrieben, wie ich von keiner anderen kleinen Zeche kenne. Dadurch kann ich mir ein Urteil darüber erlauben, auch über die Qualität dessen, was dann die Zeche Wengern gefördert hat, sodass das auch die qualitativmäßig eine gute Magerkohle war. Ich denke mal, auch nicht umsonst hat die Firma Linden gesagt, wir kaufen euch die ganze Feinkohle ab. Und die ist dann auch nach Süddeutschland gegangen. Das Interessante nochmal ist halt, dass später das Grubenfeld Wengern komplett übernommen worden sind von einem großen Kalkwerk aus Baden-Württemberg. Die haben Ende, Anfang der 50er Jahre die komplette Gewerkschaft Wengern mit dem Grubenfeld Wengern übernommen. Wenn ich ein Grubenfeld kaufe, stehe ich natürlich dann auch, muss ich auch dafür haften, für die Bergschäden. Also auch für die Bergschäden, die an jemand anders in dem Grubenfeld verursacht hat. Und da die das wohl nicht wollen, haben die einen langwierigen Rechtsstreit mit dem Amtsgericht Hagen, mit dem Oberbergamt geführt, um letztendlich die berechtsame bzw. die Gewerkschaftswänger wieder loszuwerden. Dann ist aber Oberbergamt Dortmund hart geworden und hat jegliche Anträge auf Löschung der Gewerkschaft Wengern und Grubenfeld Wengern abgelehnt. Das Oberbergamt und die Gerichte haben gesagt, ist nicht, auch wenn die alten Grubenfelder ins Bergfreie fallen. Die AVU hat ja auch jemand dafür, der dann Ansprechpartner ist, wenn dann was passiert. Außer, ich sage es mal so,
wenn eine Firma pleite gegangen ist, da kann nichts mehr geholt werden. Das ist natürlich so, das war's jetzt mit meinen Ausführungen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu langweilig war oder so, dass doch einige interessante Aspekte waren. Herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen, Herr Rüdiger. Danke.